So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei meiner Lieblingsfahrwerkfirma H&R in Lennestadt. Der Selo macht da hinten gerade noch wegen der Lautstärke das Tor zu und dann geht es auch schon los. Wir haben heute noch unseren Prachtkerl Marius dabei. Hallo. Mit seinem Golf 2. Der Selo hat nämlich was vorbereitet. Der Golf kriegt nämlich heute neues Fahrwerk. Oder doch nur Distanzschein. Hi Jungs, alles klar, wie geht's? Na, wie läuft's? Ja, schön, dass ihr da seid, mal wieder. Der Golf kriegt ein neues Fahrwerk, richtig. Und zwar haben wir ja extra das Ganze angepasst für deine Bedürfnisse. Ich habe ja so krass die ganze Zeit geschwärmt, Limo. Ja. Nee, mittlerweile habe ich ja schon so viele Alu-Fahrwerke, ich muss mir erstmal überlegen. Ja. Limo. Lambo. Lambo. Und? RS4 Alltag. Genau, da ist ja so Monotube 0815 drin. Ja, Monotube, ne, also schon. Nee, ich wollte jetzt aber explizit, weil Marius ist ja auch so ein Gewichtsfetischist, das Ding muss ja auch maximal leicht sein. Und da ist halt jedes Mal, wenn ich diese Stoßdämpfer aus dem Regal reinnehme, ist halt wirklich krass so. Ne? Ja. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, Frontantrieb mit richtig Leistung. Das heißt, das Ding muss nichts können, außer geradeaus fahren. Genau. Das haben wir ja so ein bisschen in unserem Grip Golf 3 schon getestet. Ja. Und das funktioniert ja auch so gut, dass selbst Marius da schon das eine oder andere Mal am vierten Gang vom Gast gegangen ist, weil es war auf jeden Fall richtig Traktion da, so ja. Sozusagen. Wir konnten da natürlich nicht ganz so krass drauf eingehen, deswegen müssen wir diese Thematik Fahrwerksabstimmung, Frontantrieb, was man da überhaupt machen kann, jetzt machen wir einmal diesen Golfbach. Ja, weil vor allem glaube, der Punkt durch das extreme Gewicht. Also durch die Gewichtsersparnis, die du ja bei dem Auto hast, hast du eine ganz andere Verteilung. Mhm. Und dadurch musst du ja das Fahrwerk so konzipieren, dass du halt wirklich maximal Grip hast in dem Auto. Mhm. Ne? Mhm. Aber das kriegen wir hin. Nee, also wir haben tatsächlich schon ein bisschen was vorbereitet, hatten wir ja im Vorfeld darüber gesprochen. Ne? Da hat ja so ein bisschen nach Gewichte gefragt und Verteilung und was mit dem Auto ja wirklich eigentlich nur gemacht wird. Oder ob du auch mal an einem Samstag oder Sonntag auf die glorreiche Idee kommst und sagst, du willst mal eine Runde bei dir da rumfahren. Muss man ja alles anpassen. Ne? Deswegen, wie gesagt, das Fahrwerk liegt schon fertig bereit. Da würde ich euch einfach mal mitnehmen, zeige ich euch das. Und dann können wir ja gleich, wenn die Jungs sich dann ans Auto machen, das Ganze einbauen. Willst du einmal Kopfschütteln vorher? Gerne. Guck mal, was jetzt gerade für ein Fahrwerk drin ist. Keine Schleichwerbung für die Qualität hier. Was meinst du, Mist? Okay. Also das muss eigentlich so der 0-100-Vergleich werden. Ja. Ja. Habe ich damals richtig investiert? Ja. Habe ich mich nicht lumpen lassen? Wie fuhr das so mal was? Warst du lange drin, ne? War eigentlich immer... Ja, ich bist du überhaupt schon damit gefahren? Ja, auf der Straße. Das zu Sauberzeiten hast du schon drin gehabt. Ich würde sagen, das Fahrwerk ist 8 Jahre drin, 7 Jahre drin. Okay. Lässt sich tatsächlich auch noch verstellen. Ist ja nicht immer der Fall. Ja. Ja. Weil kein Winter dabei war. Ich habe in meiner Limo was ganz anderes, viel hochwertigeres. Will jetzt keinen Namen nennen. Das fährt natürlich welten anders. Aber das ganze Auto ist halt... eine Bretterbude, sag ich mal. Aber ich bin gespannt, dass, also was halt extrem ist, wie das Auto hinten einfedert beim Beschleunigen zum Beispiel. Ja, so, ja, also hier ist auf jeden Fall unser Hauptaugenmerk und das Ziel ist ja, dass du, sobald du an der Startlinie stehst und da voll reintrittst, dass das Auto dich auch hundertprozentig sicher ans Zielende bringt und natürlich auch darüber hinaus bei einer Vollbremsung. Ne? Wenn ich rufe dir. Ich persönlich, am besten, ja. Ich persönlich hätte wirklich nicht gedacht, dass man bei einem Frontantrieb über das Fahrwerk wirklich was rausholen kann. Ja. So, aber selbst der Test in dem Golf 3 hat auf jeden Fall schon gezeigt, natürlich jetzt kein Vorher-Nachher-Vergleich, ne, aber das funktioniert da schon. Muss definitiv. So, ne? Sicherheitsgefühl, das ist ja das Wichtige. Ne? Du bist ja auf 400 Metern, bist du bei einer maximalen, ja, maximalen Belastung. Und das Auto hat ja dann auch bei der Zielgerade, ne, irgendwo auch eine gewisse Geschwindigkeit, ja, drauf. Und wenn du dann in die Eisen gehst und gerade bei dem Auto, der jetzt so komplett leer ist, hast du ja hinten gar kein Gewicht. Das Ding fängt ja an, hinten komplett zu schwimmen, ne, und auszufedern. Das muss ja alles angepasst werden, dass du da wirklich keine Sorgen haben musst. Jetzt erinnere ich mich wieder, das war übrigens auch genau der Punkt, warum ich in meiner Limo eigentlich das Fahrwerk eingebaut habe. Gar nicht unbedingt damals war das ja mit Leicht und so noch nicht... So, ja, du hast ja vorher hast du ja das H&R drin gehabt, dann, genau, haben wir komplett umgestellt, nochmal auf Aluminium. Genau, weil das Problem dabei war auch mit dieser großen R8-Keramik hinten, ja, und Limo relativ leichtes Auto, dass wenn du auf der Autobahn eine Bremsung gemacht hast, ist der Arsch so weit hochgekommen, das konntest du komplett vergessen. Ja, okay. So, ja, das, nee, stimmt, das ist wieder so lange her alles. Ja, ja, überlegen wir, wie viele Jahre, ja, das her sind. Lange Rede, ich würde, ja, sagen, zeig mal ein bisschen Material. Ja, können wir. Dann gehen wir mal nach hinten, dann zeige ich euch das Fahrwerk. Sehr gespannt. Ich habe auch noch übrigens eine kleine Überraschung für euch, aber das werdet ihr dann gleich sehen. Ist der Weg also doppelt gelohnt? Ja. Die Federn sind pink. Sag mal, eine kleine Individualisierung für euch durchgeführt, ja. Hast du eigentlich mit dem Gerät schon gewählt?
Das habe ich gesehen. Das sieht echt stark aus. Man weiß noch nicht, ob es funktionieren wird in Alu mit der Downpipe, aber ja, versucht man. Wegen Hitze, wegen Temperatur, Hitze, ja. Ja, okay. Wir haben ja beide schon über den Alu-Auspuff gefahren, ja. Also ab unten, ne? Das ging problemlos. Ja. Da hier kein Cut und nichts dahinter hängt. Ja. Ich weiß noch, auf der Motorshow Essen, da hat der Marius das Ding angeschmissen und dann stand ich mit dem Herrn Heine, unserem Geschäftsführer, neben dem Auto und dann ließ er das Ding an und dann kam er oben die Flamme aus dem Motor raus. Da waren wir beide komplett perplex. Also da haben wir noch, jetzt ist die Welt komplett verrückt geworden. Aber ja, ist schon echt beeindruckend, das Auto, ne? Muss man sagen. Und das in dem Golf 2, damit rechnet der nochmal niemand. Ne? Was wiegt der jetzt aktuell? Wir haben 922 ohne mich. 922 Kilo. Für ein komplettes Blechauto. Ja. Und jetzt leistungstechnisch, was soll anstehen die Saison? Eigentlich so 900. Ja. Normalerweise würde man denken, sowas kann ja mit Frontantrieb eigentlich gar nicht fahren. Ja, wegen Grip, ne? So, ne? Eigentlich so, eigentlich denkt man so, das kann absolut gar nicht funktionieren. Gefühlt, je leichter so ein Auto aber wird, je besser wird das. So, ne? Also das fängt dann wirklich schon, selbst der erste Gang dreht zwar, aber es beschleunigt auch richtig dazu. Ne? Das ist jetzt nicht so, wie man es von, keine Ahnung, TT im Regen gibt es Gas und die Räder drin. Ja. So ist das. Also beim Drehen merkst du auch, dass die Maschine okay. Geht richtig nach vorne. Ja, schön. Ja, so wie dazu. Okay, ja, dann gehen wir mal nach hinten, dann nehme ich euch mit. Dann sind wir auch schon in der richtigen Abteilung. Mein lieber Marius. Ja, ihr seid verrückt. Hau mal. Wir haben es mal orange gemacht. In eurer Farbe. Warum in orange? Und sogar euer Logo oben drauf. Mega. Ja. Hammer. Haben wir mal komplett für dich individualisiert, das Ganze. Das ist natürlich ein Brett. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, also optisch denke ich, ne? Optisch funktioniert es schon mal gut. Jetzt noch der technische Aspekt. Optisch Ziel erreicht. Ja, vor allem. Also, ja, das ist natürlich auch geil. Genau, da haben wir dann noch eine eigene Kennzeichnung drauf. VR6 Turbo. Genau, VR6 Turbo Golf 2. Dass man auch immer schwer erkennen kann, ne, oder unschwer erkennen kann, dass es eben genau dein Fahrwerk ist. Mhm. So, ich würde allerdings vorschlagen an diesem Punkt, ich hole meinen Kollegen Walter Wirz dazu. Das ist bei uns der leitende Ingenieur für die Gewindefahrwerke. Und mit dem haben wir uns auch lange Gedanken um dein Auto gemacht. Das ist der Kollege Walter. Hi. Hallo Philipp. Hallo. Hallo Marius. Ja, der Walter ist bei uns seit wie vielen Jahren jetzt mittlerweile? 16 oder so, ja. Und ist der leitende Entwicklungsingenieur für die Fahrwerke und ist auch quasi tatsächlich für alle Gewindefahrwerke, die in dem Zeitraum produziert, entwickelt wurden, verantwortlich. Kann man so sagen, ja. Genau. Ja, Walter, erzähl doch mal unserem Philipp und dem Marius, was wir da genau abgestimmt haben, was wir anhand der theoretischen Daten. Wir können uns ja erstmal einmal kurz, kannst du uns ja mal einmal kurz die einzelnen Baugruppen so wirklich nur im Ansatz erklären, oder? Das ist ja bestimmt irgendwie eingeteilt. Ja, wir fangen im Prinzip an mit der Kolbenstangenbaugruppe und dem Federscheibenaufbau, den wir hier sehen. Mhm. Der Aufbau ist hier dokumentiert. Hier sieht man auch gleich den Einsatzzweck, wobei das 4WD jetzt hier nicht zum Tragen kommt. Das ist ein sogenannter Degressivkolben, der auf beiden Seiten im Prinzip gleich aufgebaut ist. Hier sind verschiedene Scheiben, eine Vorspannscheibe, eine Bypassscheibe, eine Federscheibe und eine Deckscheibe, die alle die Funktion haben, jeweils individuell für Zug und Druckstufe. Hier ist die Zugstufe, hier die Druckstufe, eine spezielle Einstellung zu finden. Wo ist dieses Teil in dem Stoßdämpfer drin? Das ist dann sozusagen hier verbaut. So. Natürlich mit dem Arbeitskolben, mit einem Verschlusspaket und sieht dann halt am fertigen Dämpfer an der Hinterachse so aus. An der Vorderachse sieht man noch ein bisschen weniger, weil dort die eigentliche Dämpfungseinheit Upside Down im Außenrohr verbaut ist. Das heißt, beim Upside Down Dämpfer steht das unten im Dämpfer drin? Ja, genau. Und geht hoch und runter? Ja, das bewegt sich praktisch nicht in Relation zum Federbein. Es ist also fest mit dem Boden verschraubt und bewegen tut sich dieses Chromrohr hoch und runter. Genau, also das bleibt quasi so fest und dann arbeitet. Okay, ja. Ich habe es also gerade nur ein bisschen anders Zeit, ausgedrückt. Also das bleibt stehen. Siehst du ja an den Tionen, ja. Genau, so meinte ich es ja auch. Weil ja theoretisch die Seite fest am Auto ist und das Rad ja eigentlich hoch und runter geht. Ja, ne? Genau. Ja, das ist richtig.
So, aber die, so wie man den konventionellen Stoßdämpfer einfach eigentlich kennt, wie so kenne ich zumindest, wenn man früher mal so einen Stoßdämpfer selber auseinandergebaut hat, ja, ne? Dass halt das Ding da einfach so von oben drin steckt und genau. Läuft. Okay, ja, das sollte verständlich sein. Ja, ganz wichtig ist halt die Einstellung. Das sind einmal die Federraten und Längen. Mhm. Da sind wir sehr flexibel, weil wir ein großes Programm haben an 60 mm Rennfedern. Halt nur relativ wenige in diesem sehr schönen Orangeton. So dass wir, wenn wir hier auf eine andere Rate nachher noch kommen sollten, halt da im Grunde jederzeit drauf zugreifen können. Also wir können im Nachhinein immer noch spielen. Ja, wir können die Federraten im Nachhinein noch beeinflussen, wir können die Druck- und Zugstufe noch verändern. Also da sind wir relativ flexibel, weil, wie Walter schon sagte, wir dieses große Programm haben. Das heißt, 60 mm ist der Durchmesser hier unten von der Aufnahme? Genau. Ja. Das ist genormt und in dem Durchmesser habt ihr ganz viele verschiedene Federn, Längen und Härten. Genau. Wie ist diese Feder im Vergleich zu der vorderen bei dem Auto? Ja, so, das erkennst du an der Zahl. 250 mm ist die Hauptrennfeder ungespannt lang. Mhm. 60 mm der Durchmesser und 80, die 080 steht für die Federrate, also 80 okay. Newton. Ne? Mhm. Genau. So Vorderachse, Marius, wenn du mal einen Stoßdämpfer annehmen möchtest. Das ist 90 Newton dann, glaube ich. Genau, ne? Da hast du vorne hast du 10 Newton mehr an Federrate. Hätte ich gedacht, dass da mehr muss. Und ungespannt, oder? Und ungespannt sind wir halt hier deutlich kürzer bei 180. Ne? Mhm. Wir haben also, genau richtig, Marius, wir haben also in Relation hinten eine recht hohe Rate, was natürlich dem Einfedern entgegenwirkt. Darüber hinaus haben wir die Dämpfung in der Druckstufe hinten hart gemacht und umgekehrt vorne in der Zugstufe hart. Mhm. Und wir haben halt die Dämpfkraftverstellung, um da noch ein Tuning zu machen. Also wäre beim Einbau der erste Punkt, die Höhe etwa so zu treffen, wie ihr sie bisher habt. Mhm. Das ist mit einer Höheneinstellung machbar. Und dann ein Fahren der Federraten, ob das deinem Zweck, sprich die Viertelmeile so schnell wie möglich zu schaffen, dann auch hilft. Ich glaube, das müssen wir den Zuschauern noch mal kurz optisch so ein bisschen darstellen. Wenn das unser Auto ist, so geht es nach vorne, dann haben wir jetzt vorne die Zugstufe härter gemacht, dass er nicht ausfedern kann, und hinten die Druckstufe härter, dass er nicht einfedern kann. Ja, die Dämpfung ist ja immer für den dynamischen Anteil, die Federung für das eher statische. Das heißt, du hast ja automatisch ein Einfedern hinten. Was wir eigentlich nicht haben wollen. Was wir nicht haben wollen. Dagegen hilft zum einen die hohe Federrate und zum anderen eine straffe Druckstufe. Okay. Verstehe. Vorne brauchen wir halt ordentlich Zugstufendämpfung. Mhm. Eine extrem harte Dämpfung finden wir ist da nicht nötig. Wir wollen ja auch gute Traktion haben. Dort geht es also darum, dieses Ausfedern hinreichend zu bedämpfen. Okay. Ja, jetzt so. Weil in der Sekunde, wo du an der Ziel, also am Start voll aufs Gas gehst und das Auto quasi die Energie sich nach hinten verlagert, ne, durch den Anschub, knickt der Wagen oder würde der hinten einknicken, automatisch federt das vordere Federbein aus und du verlierst dann Traktion. Auto wird leicht. Und das halt, so wie der Walter gerade sagte, haben wir halt versucht damit zu kompensieren mit der Eiche. Okay, cool. Klingt auf jeden Fall logisch. Bin gespannt, wie das so funktioniert. Mich interessiert nur wirklich immer noch, wie diese Verstellung funktioniert. Das müsst ihr uns einmal... Die Dämpfkraftverstellung. Also einmal zeigen. Also das, da frage ich mir schon die ganze Zeit. Das ist... Nochmal, einmal muss ich fragen, hier ist Öl und Gas drin in dem Dämpfer? Ja, beim Gasdruckdämpfer haben wir immer Öl und Gas getrennt durch den Trennkolben hier. Wir haben als Gas Stickstoffgas und im Arbeitsbereich, also dort, wo der Arbeitskolben wirkt, haben wir Öl unterhalb und oberhalb des Arbeitskolbens. Und diese Scheibenbestückung, die wir eben schon mal kurz angesprochen haben, die sorgt im Grunde für eine Dämpfkraft. Was macht dieses Gas da drin? Also warum ist da ein bisschen Gas drin? Das Gas spannt halt das Ölvolumen vor und sorgt dafür, dass das Öl nicht verschäumen kann. Ich muss im Grunde so viel Gas haben, dass ich die Druckstufendämpfkraft komplett abstützen kann. Das ist der Fachausdruck. Und das bedeutet umgekehrt wiederum, dass der Dämpfer kein Vakuum ziehen darf und auch nicht kann. Das heißt, wenn das irgendwann ein bisschen undicht ist, ist die Dämpfung eigentlich auch gleich. Ja, also ich habe sehr hohe Anforderungen halt an die Dichtigkeit des Systems, ganz klar, und auch an die Qualität der Oberfläche, der Kolbenstange oder halt auch des Verschlusspaketes. Mhm. Okay, und dann hier geht allerdings das Öl durch. Hier geht das Öl durch und dieser Scheibenaufbau, kann ich jetzt hier mal andeuten, wie der aussieht. Vorspannscheibe, Bypassscheibe,
Federscheibe und dann halt die Stützscheiben. Hier um diese Stützscheibe biegt sich praktisch die Federscheibe herum und das sorgt dann praktisch für den Widerstand. Das Ganze wird natürlich vorgespannt mit der Mutter, mit einem definierten Anzugsmoment und dasselbe dann halt in der Druckstufe ebenfalls. So wird das montiert. Der Widerstand für das Öl, der dann halt hier durch muss. Was hier innen durchfließt quasi, durch die Öffnung. Genau, und durch die Bypassscheibe. Und je weiter man es vorspannt, je mehr Vorspannung ist drauf, je härter wird es. Genau. Wir haben einmal die Vorspannung, dann halt die Scheibendicke, den Bypass-Querschnitt hier, die alle dafür sorgen, dass ich eine definierte Kennung habe. Das wäre so ein typisches Teil, was man irgendwann zu Hause mal selber zerlegt und nie wieder zusammenkriegt. Richtig. Ja. Genau. Wenn ich das hier sehe, erinnert mich das immer so an die ganz alten Zeiten, wenn du sowas noch verchromt hast. Ne? Ja. So, alles zerlegt, zack, zum Verchromen, ein halbes Jahr später willst du zusammenbauen und richtig, wie war das jetzt so? Ne? Ja, was hier ein bisschen hilft, ist, da ja alles vorgespannt ist und wir mit einem sogenannten Sprengringverschluss arbeiten, brauchen wir auch eine spezielle Hydraulik, wo wir einmal die Kolbenstange und dann auch das Verschlusspaket getrennt niederhalten können, um diesen Dämpfer zu montieren und auch demontieren zu können. Also da kommt ihr normalerweise gar nicht dran. Eine Kindersicherung für Tuner. Quasi. Deswegen haben wir hier auch einen Ofen drauf. Es ist wirklich gefährlich ohne entsprechende. Kennst du bestimmt auch noch, Selim, diese alten Sachsdämpfer, die so eine Überwurfmutter oben drauf hatten? Die hatten einfach nur eine Überwurfmutter drauf geschraubt, konntest du ausschrauben und alles auseinanderziehen. Ja. So, letzte Frage. Verwendet ihr immer das gleiche Öl oder kommt es dann auch noch auf die Viskosität vom Öl an? Es gibt auch noch ein anderes Öl für spezielle Zwecke, aber das setzen wir dann eher im Bereich Rallye ein. Bei diesen Straßen- und auch Renneinsätzen ist im Grunde diese Federscheibenabstimmung, die letztlich die Dämpferleistung bestimmt. Diese Scheibenabstimmung ist die gleiche zu einem normalen Fahrwerk oder ist die jetzt auch schon angepasst? Nein, die ist jetzt angepasst, speziell für den Einsatzzweck. Ich habe hier vorne auch mal so einen Auskopf. Da haben wir mal das Diagramm genommen. Das wäre jetzt die Vorderachse. Hier sieht man oberhalb der Achse hier die Zugstufe, unterhalb die Druckstufe. Wie eben schon angesprochen, eine relativ verhaltene Druckstufe. In der Zugstufe haben wir doch ein recht ordentliches Dämpfkraftniveau mit auch einer guten Einstellbarkeit, wo man dann halt noch das Feintuning dann betreiben kann. Was ich jetzt auch gerade das erste Mal sehe, dass die Zugstufe viel, viel, viel stärker ist als die Druckstufe, weil bei der Druckstufe die Feder noch mitarbeitet, ne? Ja, einmal das und weil wir halt hier den Spezialfall auch haben, Beschleunigungsrennen, Vorderachse. Wenn das eine Slalom-Abstimmung für dieselbe Vorderachse wäre, dann würde sich etwa genau dieselbe Zugstufe hier auch nochmal im Druck zeigen. Das wäre also fast symmetrisch oder teilweise also halt der Druck nochmal höher, um einfach eine Bewegung der Plattform komplett zu unterdrücken. Ja, ich würde sagen, genug Technik. Wir schnappen uns das Fahrwerk und dann und eure Jungs rein. Legen wir los. Ja, Fahrwerk ist eingebaut. Ja. Hat alles gepasst? Alles gepasst. Warum wolltet ihr das liebend gerne nochmal einbauen? Wegen der Aluminium-Hinterachse. Wollten wir uns nämlich nochmal genau wegen der Dämpfkraftverstellung, wie er nach oben rausguckt, weil er seinen Käfig da drin hat. Wollten wir gucken, ob das auch alles von der Freigängigkeit her passt, ob da irgendwas stört. Aber hat alles hundertprozentig funktioniert. Die Jungs haben das perfekt verbaut und auch gleich in der Höhe eingestellt, identisch so wie das Fahrzeug ja vorher stand. Mhm. Die Höhen wurden genommen, Restfederwege wurden gemessen und passt alles. Das gleiche Höhe wie vorher und wir haben in Summe knapp 500 Kilo an Gewicht gespart zu dem, was drin war. Hätten auch noch mehr sparen können, allerdings ist ja das Federpaket, was wir verbaut haben, haben wir ja verglichen mit dem, was im Fahrzeug verbaut war. Da war einfach eine deutlich kürzere Feder drin. Ergo, wir haben natürlich mehr Feder, bedeutet mehr Gewicht.
aber trotzdem mit dem gesamten Paket, so wie es jetzt stimmig für das Auto abgestimmt ist, 500 Kilo leichter. Ja, auf jeden Fall Hammer. Ich bin begeistert. Und du hast an Vorder- und Hinterachse eine 16-fach einstellbare Härteverstellung. Wir geben jetzt ein gewisses Grundpaket vor, so wie wir meinen, dass es funktioniert. Aber ihr könnt natürlich für den Bedarf, wie jetzt, wenn du im Fahrzeug drin sitzt, hast du ja tendenziell ein bisschen mehr Gewicht auf der Fahrerseite wie auf der Beifahrerseite, dass er das nochmal nachstellen kannst. Mhm. Wie ich Philipp kenne, werden wir auf jeden Fall daran rumdrehen. jetzt gleich noch. Eigentlich benötigt ihr es nicht, aber... Merkt man jetzt schon den Unterschied? Ja, also wenn du jetzt die Kofferraumklappe aufmachst und versuchst runterzurücken, wirst du jetzt schon merken, dass es deutlich straffer sein wird als das vorher drin. Weil wir ja gesagt haben, wir ziehen die Hinterachse an und kompensieren dann der Vorderachse gleich mit. Ne? Dass er hinten halt nicht dieses starke Einknicken hat, wenn du beschleunigst. Krass, ich bin wirklich gespannt, ob man bei einem Frontantriebauto da in Sachen Traktion was holt. Denke mal aber auf jeden Fall. 100%. Siehe Golf 3. Genau. Der Golf. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Projekten wieder. Vielen Dank, Selim. Immer gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.